Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht. Mensch, schon wieder eine Woche rum. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das immer geht. Also Freitag, wie immer freitags, eine freie und offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Nummer oder meldet domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Isabel. Und Isabel ist 18 Jahre alt. Hallo Isabel. Hallo Herr Domian. Hallo Frau Isabel. soll ich Sie sagen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich sag ja auch nicht Sie zu dir. Okay. Isabel. Ja, also, ja, was geht's? Bei mir geht's halt um die Trennung von meiner Ex-Freundin. Mhm. Ja, also ich komme da absolut nicht drüber weg. Also eine lesbische Beziehung? Genau. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Gut 8 Monate. Ja. Und seit wann seid ihr getrennt? Seit dem 1.4. diesen Jahres. Also der erste Trennungsgrund, also sie hat sich von mir getrennt, war halt ihre Krankheit, weil sie hat halt einen Hirntumor und Tumor in der Halswirbelsäule. Mhm. Und war halt die Begründung, sie möchte nicht, dass ich mit ansehen muss, wie sie halt so zu Ende geht. Es war halt schon schwierig und schlimm zu sehen, muss man schon sagen. Also sie ist sehr schwer erkrankt. Genau, ja. Ja. Damals im Januar, als wir das erfahren haben, hieß es halt, sie hätte nur noch ein halbes Jahr. Ja. Hat uns natürlich unheimlich getroffen, also. Wie war denn eure Beziehung zu diesem Zeitpunkt, als die Diagnose klar war? Oder vorher auch? Die war gut und fest halt. Gut und fest. Wir hatten, ja, also, was halt eine, für viele ein Problem war, für uns aber nicht, war halt unser Altersunterschied, der doch schon relativ beträchtlich war. Wie alt ist denn deine Freundin? Oder deine Ex-Freundin? Ja, die ist 37. 37? Ja. Jo, ist natürlich. Wir kannten uns halt über meine Mutter, die kannten sich von früher ganz gut. Ja, und ich fand sie schon, mit 13 habe ich mich so in sie verliebt mal, aber war halt immer unerreichbar für mich. Und eine Schwärmerei. Ja, genau. Ja. Und hat aber immer angehalten, war halt nur immer unerreichbar. Und dann letztes Jahr hat es dann irgendwie gefunkt, weil wir kannten uns ja auch lang genug. Und ja. Sag mal, hat sie das wirklich so explizit gesagt, dass sie sich von dir trennt, obwohl sie dich liebt? Ja. Aber sie will dir nicht das Leid zumuten, was auf euch zukäme? Genau, ja. Ich habe ja gesagt, ich bleibe immer bei dir, egal was mit dir passiert. Ob du jetzt, erst hat sie sich noch geweigert, eine Chemo zu machen, dann hat sie gemerkt, dass es mit, oder festgestellt, dass es mit den Alternativtherapien gar nicht geht. Mhm. Und hat sich doch für eine Chemotherapie entschieden. Ich habe gesagt, auch wenn du keine Haare mehr hast oder sonst was, habe ich gesagt, ich bleibe immer bei dir. Wie geht es ihr denn aktuell? Weißt du, hast du Verbindungen? Kriegst du Infos aus ihrem Umfeld? Von ihrem, ja, ich. Sie hat es halt sonst keinem erzählt, nur mir. Ach, sonst niemand weiß es, dass sie so krank ist? Genau, aber also irgendwann kann man das doch so. In Familie oder so, weiß es keiner, weil sie hat halt gesagt, ich will nicht, dass ich da noch bemuttert werde oder sonst wie, weil durch ihre älteste Tochter, die ist halt psychisch erkrankt, die leidet unter Zwangserkrankung. Also, war das natürlich auch sehr schwierig gewesen. Offiziell vor der ältesten Tochter waren wir halt nicht zusammen, aber blöd war die ja auch nicht. Okay, aber sie kann ja nicht, wenn sie so schwer erkrankt ist und irreparabel erkrankt ist, kann sie es ja nicht fast bis zum Schluss geheim halten. Nee, eigentlich nicht. Also so schwer sieht man es ihr nicht an. Also die Chemo im Moment macht sie keine mehr. Wir haben auch noch regelmäßig, wir haben andauernd Kontakt. Zum einen ist auch noch meine Fußballtrainerin. Ach so. Also wie geht es ihr aktuell? Ja, es geht. Also wenigstens hat der Tumor jetzt mal aufgehört zu wuchern. Also die Chemo hat nach langer Zeit endlich mal angeschlagen. Und so kann sie jetzt eine Zeit lang leben. Also sie sitzt halt im Kleinhirn. Und deine Mutter, ist sie auch noch mit ihr befreundet? Befreundet, ja. Naja, dadurch, dass sie dann
mit mir zusammen war und meine Mutter dafür natürlich kein Verständnis hatte. Ach so, neue Problem. Neues Problemfeld noch, die Mutter. Ja, das war dann bei mir halt zu Hause so. Mhm. Nachher, aber ich habe es meiner Mutter gesagt an dem Tag, wo ich es auch von Anja erfahren habe, also von meiner Ex-Freundin, als wir beide das erfahren hatten. Also ich war zu Hause und ich bin einfach nur noch weinend zusammengebrochen. Mhm. Und also so hat die Mutter das dann erfahren? Ja, genau. Ja. So, jetzt aber nochmal ganz klar gefragt. Ihr habt ab und zu Kontakt miteinander? Regelmäßig also Kontakt. Mindestens dreimal die Woche. Trefft ihr euch oder telefoniert ihr? Alles. Also dadurch, dass sie meine Trainerin ist. Also sie ist sogar noch so fit und kann ihrem Beruf nachgehen? Ja, sie hat das halt immer gemacht. Sie ist doch nebenbei viel arbeiten gegangen. Mhm. Halt, weil sie okay, also im Moment ist sie noch so fit. Ja. Aber wie redet ihr denn dann? Wie geht ihr miteinander um? Ist es schon sehr persönlich oder? Ja, natürlich. Also weil ich bin ja auch nach wie vor unheimlich wichtig. Aber ihr seid definitiv getrennt. Ja. Sie hat gesagt, sie möchte sich von dir trennen. Genau. Und das ging auch. Kann es denn auch sein, dass ihre Gefühle vielleicht nachgelassen haben für dich? Nee, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht. Wir haben Monate später noch, also das war, offiziell waren wir irgendwo getrennt, aber unter jeder SMS, die wir geschrieben haben, bei jedem Telefonat, also fünfmal geht nicht hin, dass wir gesagt haben, dass wir uns lieben. Und Das heißt also, du glaubst wirklich, dass sie sich ausschließlich deshalb von dir getrennt hat, wegen ihrer Erkrankung? Ausschließlich waren halt ein paar Sachen, die eine Rolle gespielt haben. Also einmal dann die Erkrankung und dann hat sie halt noch durch ihre älteste Tochter, weil die halt unheimlich viel Terror schiebt, weil die auch gar nicht damit zurechtkommt, dass ihre Mutter dann eben auf Frauen steht. Hm. Und das war natürlich sehr schwierig und hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich das aushalte oder dass ich dem gewachsen bin dann so. Hm. Und vor allen Dingen halt, ich meine, wir wohnen hier in der Eifel, ist halt dann schlecht. Warst du denn, dreht sich jeder noch nach jedem um. Ja, warst du denn die erste, auch ihre erste Beziehung, Frauenbeziehung? Nee. Nee, sie hat schon. Und die Tochter von ihr wusste das aber? Oder hat sie das durch dich erfahren, dass die Mutter auf Frauen steht? Nee, die wusste das vorher. Also die hatte. Aber dennoch hat deine Freundin oder deine Ex-Freundin, ja, hat ihr das auch schwer zu schaffen gemacht, dass die Tochter damit nicht so klarkommt? Ja, immer. Also sie war. Wie alt ist die Tochter? Die ist vor kurzem 17 geworden. So, jetzt stehst du da. Liebst deine Freundin immer noch, nach wie vor, genauso wie vorher? Genau. Sie ist sehr schwer erkrankt und du würdest gerne noch dich noch mehr um sie kümmern und noch mehr auf sie eingehen, aber es geht nicht. Genau. Weil sie sagt nein, aus den unterschiedlichsten Gründen vielleicht. Vielleicht gibt es sogar noch Gründe, die wir gar nicht so wissen. Ja, gut, ich hab schon so oft nach einem Gespräch gefragt und sie hat halt jedes Mal ja gesagt, aber irgendwie hat es dann nie wirklich hingehauen. Das war halt ein klärendes Gespräch führen, weil ich gesagt habe, dann hilf mir bitte, das zu verstehen. Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis, den du da formuliert hast. Wenn sie es so will, muss man das natürlich respektieren und akzeptieren und kann dann nur im Rahmen dessen für den Menschen da sein, den sie zulässt. Ja. Wichtig wäre natürlich für dich, das kann ich gut verstehen und da hast du auch sicher recht, wenn sie dir das doch wirklich so eingehend erklären könnte und würde, dass du es auch verstehst. Mhm. Und das könntest du schon, finde ich, einfordern, oder was heißt einfordern, aber du kannst es vielleicht doch nochmal und nochmal intensiv erbeten, dass sie das tut. Mehr kannst du gar nicht machen. Nee, im Prinzip nicht. Also ich kämpfe halt nach wie vor noch. Ja, aber was heißt kämpfen? Was heißt kämpfen? Kämpfen? Was heißt das? Sie weiß ja Bescheid, dass du gerne mehr würdest wollen. Ja. Mehr kannst du ja gar nicht tun. Und du kannst dich ja auch nicht an jemanden ranschmeißen, wenn derjenige das nicht will. Das ist ja auch grausig. Ich bin ja nicht aufdringlich oder so. Genau. Aber. Also ich würde dir wirklich vorschlagen, dass du erstmal dich quasi an die Regeln hältst, die sie vorgibt. Anders geht's gar nicht. Aber dennoch sie nochmal eindringlich darum bittest, dass ihr beide euch in Ruhe nochmal zusammensetzt und redet, damit sie es dir wirklich alles klar hinlegt. Ja klar, ich habe jetzt auch vom Donnerstag oder so, letzte Woche Donnerstag habe ich dann auch nochmal gefragt, ich so,
bitte lass uns da mal reden, damit ich das alles verstehe. Weil ich kann auch damit nicht wirklich umgehen, wenn man auf der einen Seite gesagt bekommt, dass man geliebt wird und dann ist man aber nicht zusammen, ist ja irgendwo schon ein absoluter Gegensatz. Es kam dann noch erschwerend hinzu. Am Donnerstag hat sie mir dann eröffnet, dass sie jetzt vorhätte, sich auf eine neue Beziehung mal einzulassen. Auf das eine, die kennst du schon seit 5 Jahren oder so. Na, das ist aber merkwürdig. Sie ist todkrank und eben, das ist auch eine Sache, die ich eben nicht verstehe und wo ich dann auch gesagt habe. Aber das würde ja vielleicht dann wirklich bedeuten, dass die Liebe zu dir nun wirklich nicht mehr so groß ist. Genau, das ist der Punkt. Und dann habe ich sie dann gestern Abend noch gefragt. Ich so, sag mal, wie ist das denn? Sind deine Gefühle, ist deine Liebe zu mir denn komplett erloschen? Ist alles weg? Mhm. Die ganzen Gefühle. Und dann hat sie gemeint, du, mit dir ist das eine ganz andere Sache. Da habe ich gesagt, toll, was soll ich denn davon halten? Mhm. Wie soll ich denn das verstehen? Was, Isabel, meine Erfahrung ist, wenn man zu viel über die Liebe spricht, ist die Liebe sowieso schon weg. Sprechen wir nicht darüber. Das war jetzt halt nur so, dann eben aus aktuellem Anlass, weil ich gesagt habe, okay, wenn du dich auf eine neue einlässt, ich will einfach nur, dass sie dann glücklich ist. Ich meine, mir bringt das nichts, aber... So, du musst das nochmal auf den Tisch legen. Und du kannst ja auch, sofern das noch ihr zumutbar ist, auch ein bisschen in die Enge treiben, dass sie dir wirklich Tacheles redet, dass sie mit dir Tacheles spricht. Sonst ist man immer der Leidende wirst du wahrscheinlich sowieso sein, weil du verlassen worden bist. Aber man kann dann immer besser damit umgehen, wenn man so ein bisschen weiß, woran es liegt und was die Gründe sind. In diesem Sinne würde ich mich gerne von dir verabschieden, Isabel. Mhm. Such schnell das Gespräch nochmal und bleib ruhig auch ein bisschen streng dann bei dem Thema. Mhm. Ja? Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Willi. Willi, 43, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Ja, Willi. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte eigentlich gestern schon versucht anzurufen. Zwar gestern war das Thema bei dir ja, etwas geschenkt bekommen zu haben. Na, nicht so direkt, sondern das Glück war gestern das Thema. Ja, richtig, ja. Genau. Das Glück, ja. Und zwar habe ich leider in der letzten Zeit eine schlechte Erfahrung gemacht, weil meine Schwester am 6. Dezember letzten Jahres an Krebs erkrankt ist. Bist du auf der Straße da draußen? Nein, ich bin jetzt rechts am Parkplatz angefahren. Achso, mach mal die Scheiben hoch. Die Scheiben habe ich hoch, ja, und ich mache jetzt den Motor auf. Ja, das wäre vielleicht schöner. Ich habe es nämlich nicht richtig verstanden. Deine Schwägerin ist... Nein, meine Schwester ist an Krebs erkrankt. Ja. Im Dezember letzten Jahres, und nachdem mein Schwager das erfahren hat, hat er ganz einfach zu ihr gesagt, hör mal, ich komme mit der ganzen Sache nicht zurecht und ich schaffe das irgendwie nicht, und hat er sie quasi hängen lassen. Ne? Wie lange waren die denn zusammen? 12 Jahre. 12 Jahre? Und der Mann geht, nachdem er erfährt, dass die Frau Krebs hat? Ja, richtig, genau. Was ist denn das für ein Kerl? Ja, Wahnsinn. Ne? Und ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit dem. Der ist wirklich sofort gegangen? Der ist nicht gegangen. Der hat meine Schwester im Krankenhaus nicht mehr besucht. Und am Anfang hieß es ja, der Krebs, weil der ist erst ein Tumor im Kopf festgestellt worden. Und es wäre alles operabel und alles. Ne? Und dann ist sie über Silvester 2 Tage nach Hause, beziehungsweise 3 Tage nach Hause gekommen. Und da war auch alles, oder wir haben ja auch alle noch ein bisschen Kraft gegeben, du schaffst das und alles, weil die Ärzte da auch immer noch ein grünes Licht gegeben haben. Ne? Aber dann nach Silvester war dann die zweite OP, und dann haben sie festgestellt, dass der Krebs so bösartig war und so gestrahlt ist. Ne? Und ich habe von da an sofort Urlaub genommen und habe mich also intensiv um meine Schwester gekümmert. Weil lebt deine Schwester noch? Nein, meine Schwester ist am 9. Mai verstorben. Am 9. Mai. Wie alt? Die war 44, genau. 44. Und der Mann hat sich in den letzten schweren Monaten nicht mehr blicken lassen? Gar nicht. Überhaupt nicht mehr? Nein. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das ist also echt für mich unfassbar gewesen. Weißt du, ich war jeden Tag vier, fünf Stunden im Krankenhaus, und sie war ja nach der ersten OP war sie rechtzeitig gelähmt. Mhm. Und ich bin also da so weit gegangen, dass ich sie quasi, ich habe zu ihr gesagt, sag mal, ich wechsle dir auch die Windeln. Ich sag, und wenn du sein musst, mir persönlich macht es gar nichts aus. Ne?
weil ich ganz einfach das, gemerkt habe, dass sie in der Zeit total froh war, dass ich jeden Tag da war. Natürlich, ja. Sobald ich reingekommen bin im Zimmer, hat sie gelächelt und... Haben die beiden Kinder? Ja, die haben eine 12-jährige Tochter. Und, aber für die muss das dann ja auch ganz schlimm gewesen sein, wenn der Vater... Ganz schlimm. ...plötzlich weg war. Aber... Sag mal, da muss die Ehe doch vorher schon ziemlich kaputt gewesen sein. Sonst. Ja, also ich habe in der schweren Zeit habe ich leider sehr, sehr viel erfahren, wo ich ihr auch gesagt habe, Mensch, warum hast du mir nicht vorher Bescheid gesagt? Mhm. Weil wir sind eine ziemlich große Familie. Ne? Mhm. Und sie hat irgendwie gesagt, ne, sagte Willi, ich habe mich ganz einfach nicht getraut. Ne? Also da ist viel Schlimmes vorgefallen. Ja. Ja. War er auf der Beerdigung? Nee. Auch nicht? Nein. Und du hast ihn auch bis heute nicht gesehen? Ich will ihn auch gar nicht sehen. Ja. Ich habe also beziehungsweise meine Geschwister und ich, wir haben die ganze Beerdigung organisiert, das Pfarramt, obwohl ich im Prinzip ja keine Handhabe darüber hatte, weil sie war ja noch verheiratet und somit hatte mein Schwager auch das Recht, im Prinzip das Beerdigungsinstitut zu benachrichtigen. Und ich habe dann über das Pfarramt habe ich dann doch alles so organisiert, wie meine Schwester es im Prinzip haben wollte. Wir haben ja in den letzten Wochen wahnsinnig viel über den Tod gesprochen alles. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, dass du eigentlich gestern angerufen hast zum Thema Glück. Das hört sich ja als andere als Glück an. Nee, weil ich habe durch den leider schweren Leidensweg meiner Schwester habe ich jetzt wieder das Glück bekommen, eine ganz andere Einstellung zum Leben zu bekommen. Ach so, verstehe. Ach so, das also heißt also sehr viel in dir bewegt auch Wahnsinn, diese schlimme Wahnsinn, Zeit. Wahnsinn, also ich kann das gar nicht beschreiben, weil ich habe eine sehr positive Einstellung zum Leben bekommen, weil ich bin quasi dankbar darüber, dass ich gesund bin, dass ich jeden Tag aufstehen kann, arbeiten gehen kann, alles. Ne? Aber dennoch könnte ich mir vorstellen, wenn man offensichtlich hatte, ihr beide ja ein enges Verhältnis miteinander. Eigentlich seit der Krankheit ein ganz, ganz enges Verhältnis. Auf jeden Fall durch die Erkrankung und die letzten Richtig, Monate. Genau, dass genau, man dann genau. Doch auch auf der einen Seite noch sehr schwer an der Trauer trägt, die man hat. Das ist ja noch alles so frisch. Ja, ich da sind auch viele, viele Momente, weil ich 2 bis 3 Mal in der Woche zum Friedhof lege eine neue Kerze hin oder beziehungsweise pflege das Grab halt mit meinen anderen Geschwistern zusammen. Wo ist denn das Kind jetzt? Die Kleine hat, sage ich jetzt mal, das Glück gehabt und hat eine sehr, sehr gute und liebe und nette Pflegefamilie bekommen, weil mein Schwager hat im Prinzip sofort auch das beim Jugendamt alles unterschrieben, weil er absolut nicht in der Lage ist. Ja. Und fühlt sie sich denn da wohl? Ja, was heißt wohl? Sie wäre viel lieber bei einem von ihren Verwandten geblieben, aber das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, ein 12-jähriges Kind aufzunehmen. Das ist nicht nur eine Aufgabe für, sag ich jetzt mal, 1, 2, 3, 4 Monate, nein. Und das ging bei dir oder bei euch nicht, in deiner Familie? Leider nicht. Also ich hätte sie vom Gefühl und vom Herzen her gerne aufgenommen, aber ich fühle mich der ganzen Verantwortung gar nicht gewachsen. Hat dann deine Schwester einen Wunsch geäußert, quasi auf dem Sterbebett, was mit dem Kind werden soll? Ja, sie hat mir und meinem älteren Bruder gesagt, dass wir ihr versprechen müssen, auf jeden Fall um die Christina zu sorgen. Und das hat im Prinzip mein ältester Bruder dann auch gemacht, der hat das dann alles in die Wege geleitet und wir haben also echt... War das denn in Ihrem, meinst du, das wäre in Ihrem Sinne das gewesen, dass das Kind in eine Pflegefamilie kommt? Ja, Domian, sie hat ausdrücklich gesagt, auch in ihrem Testament hat sie reingeschrieben, dass wir mit dem Pfarrer zusammen aufgeschrieben haben, hat sie gesagt, sie möchte einfach nicht, dass die Kleine bei ihrem Vater groß, weil er absolut sich nicht drum sorgen kann. Ne? Und es war halt ihr Wunsch, dass wir uns um sie kümmern oder beziehungsweise wir uns darum kümmern, dass sie halt sehr gute Pflegeeltern bekommen. War das jetzt zum ersten Mal in deinem Leben, dass du so hautnah so ein Leid und so eine Katastrophe miterlebt hast? Ja, also in dem Maße ja, Domian, weil ich habe sie die letzten 9 Wochen im Hospiz begleitet. Ich habe ganz, ganz viel, logischerweise auch geweint alles, ne, weil man kann sich gar nicht vorstellen, dass das so ein Gefühl ist, einem Menschen ganz nahe zu sein, der stirbt. Der weiß, dass er stirbt. Ne? Und wie gesagt, wir haben wahnsinnig viel über den Tod gesprochen alles. Also es sind auch jeden Tag Momente, wo ich halt daran denke und auch. Aber auf jeden Fall hast du dann
Ja, hast du aus dieser traurigen Zeit dann doch, wie du es gerade gesagt hast, für dich etwas Positives rausgeholt? Ja, nicht, dass ja du richtig, genau. Dankbarer für dein Leben bist und dass du lebst, ja, und dass du auf jeden Fall das Leben nutzt auch, die Zeit und nutzt. Ja, genau. Ja. Und also ich möchte also an irgendwo an jeden Menschen auch ein bisschen appellieren, auch wenn man jetzt mal schlechte Zeiten hat, wo man halt, sag ich jetzt mal, von der Arbeit her gestresst ist oder wo man mit irgendwas unzufrieden ist. Mhm. Man sollte echt dankbar sein, dass man, sag ich jetzt mal, leben kann und dass man in Anführungsstrichen gesund ist. Mhm. Ja? Weißt du, ich habe es schon mal hier gesagt, ich finde diese, wenn jemand das so sagt, wie du jetzt auch so einen Appell formuliert, finde ich das natürlich sehr toll. Aber ich glaube, man kapiert es immer erst, wenn man es selbst erlebt hat. Leider. Ne? Leider, man hört sich das so als Theorie vielleicht an, wenn man nicht betroffen ist und denkt, naja, gut gemeint, aber dann rauscht es doch an einem vorbei. So. Richtig, genau. Ja. Also, Trauer und Glück sind da miteinander verbunden bei dir. Ja, richtig. Genau. Und insofern ein ganz wichtiges Jahr und eine ganz gravierende Lebenserfahrung für dich jetzt in diesem Jahr 2007. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Willi. Danke, dass du es uns erzählt hast. Gerne. Und dir und der Familie alles Gute. Ja, super. Und ich möchte dir und deinem Team Lob aussprechen. Also eine super Sendung. Und sobald ich die Möglichkeit habe, weil ich halt nun mal so viel nachts unterwegs bin, höre ich auf jeden Fall immer bei euch rein. Das ist ja nett von dir. Ja? Vielen Dank. Tschüss, Willi. Okay, tschüss. Ciao. Und hier geht's weiter mit Sven. Der ist 26. Hallo, Sven. Hallo Domian. Hallo Sven. Und bei dir ist auch noch eine Yvonne? Ja, richtig, meine Freundin. Steht hier bei mir im Computer. Sven, weswegen rufst du an? Bitte was? Weswegen rufst du an? Ja, ich habe eine Zahnarztphobie und da müsste jetzt mal was gemacht werden. Ich merke das allmählich. Wie lange warst du denn schon nicht beim Zahnarzt? Ja, so 5-6 Jahre bestimmt schon. Und wie sieht der Mund aus? Ja, wie sieht der Mund aus? Also 4 Zähne sind weg, sage ich jetzt mal so, und der Rest fängt jetzt auch langsam an. Ja. Kannst du mir mal eben, wir reden gleich weiter, mal eben ganz kurz die Yvonne geben? Ja, kein Thema. Ja, hallo? Hallo Yvonne. Ja, schön, hallo. Dass du auch da bist. Wie alt bist du? Ich bin 24. 24, die Freundin von Sven. Ja, genau. Und ich habe auch angerufen, weil er traut sich so nicht. Ja. Er hat gerade gesagt, dass er 5-6 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt war und hat so ein bisschen beschrieben, wie der Mund aussieht. Hat er sehr starken Mundgeruch? Ach, ja, es fängt langsam, ja, doch an, ja. Ja? Wie ist das beim Küssen? Küsst du ihn gerne? Nein. Nein. Das heißt, es ekelt dich fast schon? Ja. Irgendwann muss man es klar aussprechen? Ja. Ja? Ja. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Ja, jetzt auch schon so 5 Jahre. Ach, so lange schon? Ja, doch. Und das heißt, dieses Problem hast du die ganze Zeit jetzt so miterlebt, dass er Angst vom Zahn hat? Er hat mir vorher nicht so gesagt, dass er Angst hat. Er hat sich dann nur so gedrückt und da habe ich das auch nicht so mitgekriegt. Aber langsam merke ich das ja auch, dass seine Zähne nicht mehr so gut aussehen. Und jetzt fängt es auch an zu eitern und er hat Zahnschmerzen. Und da habe ich gesagt, jetzt wird es aber langsamer Zeit. Und da ist er erst mit der Sprache rausgerückt, er hat Angst. Putzt er sich denn die Zähne? Ja. Das schon? Ja, das ja. Aber wenn es altert und fault, dann hilft das geruchsmäßig auch nicht mehr. Nee. Dann ist es sehr schlimm. Was hast du denn schon unternommen, um ihn zum Zahnarzt zu bringen? Ja, ich habe es mal versucht. Also ich bin zum Zahnarzt gegangen und da habe ich ihn dann dazu gezwungen, dann so quasi im Wartezimmer zu warten. Und das hat auch eigentlich gut durchgehalten. Er hat zwar gesagt, ihm wurde übel. Aber das ging eigentlich ganz gut. Und ja, dann habe ich versucht, ihm zu sagen, ja, dass er dann ja auch natürlich viel besser aussehen würde, hier, wenn er die Zähne gemacht hätte. Ja. Und dass ich ihn dann auch wieder viel lieber küssen würde und so. Ja. Ist er denn, also er hat im Wartezimmer gesessen, ist er denn dann auch mit reingegangen? Nein. Das nicht? Nein. Er ist dann abgehauen? Ja, nee, er ist dann im Wartezimmer geblieben und hat aber dann die Tür dazu gemacht, damit er das dann nicht hört, dieses Bohren und so. Verstehe. Konnte er nicht. Und du stehst jetzt vor dem Rätsel oder vor dem Problem, was mache ich mit ihm? Wie soll es weitergehen? Ja. Ja, genau. Ja. Verstehe. Gibst du ihm hier nochmal? Ja, kannst du. Das dauert aber lange, ehe ihr den Hörer ausgewechselt habt. Ja, hallo, da bin ich. Ja, Sven. Das klingt ja nun nicht sehr toll, wenn die Freundin sich vor einem ekelt zum Küssen.
Ja, das klingt nicht sehr toll und darum will ich jetzt auch was machen. Ich meine, ich bin ja auch groß, Kerl wie ein Baum und hab Angst vom Zahnarzt, aber... Ja. Wie war denn das früher, so als Jugendlicher oder als... Ja, ich gehe von aus, da liegt der Knackpunkt, weil früher als Jugendlicher ging ich auch nicht gern zum Zahnarzt und die paar Male, die ich dann gegangen bin, die sind dann auch irgendwie immer ist irgendwas passiert. Entweder habe ich zusammengezuckt, weil ich dann doch irgendwie was gemerkt habe und dann ist er mit dem Bohrer abgerutscht und ist mit einem Zahnfleisch reingebohrt. Ja. Und dann bin ich dann wohl dann doch irgendwie vom Stuhl aufgesprungen und hab den dann auch nicht mehr rangelassen. Mhm. Und die versuchten dann doch irgendwie mehr Watte und doch irgendwas in den Mund zu stopfen, damit die Blutung aufhört. Also ist mal was schiefgelaufen und da hast du jetzt die Angst, das könnte wieder so sein und du könntest wieder heftige Schmerzen haben. Was machst du? Es ist nicht die Angst, es ist auch irgendwie so die Verkrampftheit, auch wenn ich schon weiß, es geht jetzt irgendwie dahin, ich krieg Schweißausbrüche, ich verkrampfe eben. Ja, das ist ja ernst zu nehmen, das ist nicht, ich glaube, also wenn jemand sagt, mein Gott, stell dich nicht so an, das wird dir in den Arsch und geh dahin, ich glaube, so einfach ist es wirklich nicht. Wenn man wirklich eine richtige Phobie vom Zahnarzt hat, ist das alles nicht so einfach. Was machst du vom Beruf? Ich bin Elektriker. Elektriker, das heißt, du hast auch viel mit Kunden zu tun. Ja, relativ schon, ja. Das heißt, du musst doch immer Angst haben, dass die dir in den Mund gucken, du kannst nicht entspannt lachen, du musst Angst haben, dass dein Mundgeruch zu den Kunden rübergeht und das nicht so einen tollen Eindruck hinterlässt. Ja, Also rundherum eigentlich ein Problem, ein Lebensproblem. In der Beziehung und im Beruf auch. Ja. Was sagen die Kollegen zu dir? Ja, so indirekt haben sie mich schon nicht drauf angesprochen. Ja, das macht man ja auch nicht so schnell. Ja, ich... Ne? Die denken sich hier in Teil, wir haben untereinander schon gesprochen. Also ehe man jemandem sagt, pass mal auf, du stinkst aus dem Mund, dann muss es schon heftig, muss es schon sehr heftig sein. So, es muss was geschehen. Ja. Da sind wir uns einig. So kann es nicht weitergehen. Kannst nicht die nächsten 20, 30 Jahre mit einem verfaulenden Gebiss da rumlaufen. Ja, das ist mir auch schon klar. Ich meine, die Sachen, die Patienten, die ich jetzt mal sage, dass man die wirklich verbehalten und nicht, dass es irgendwie jetzt eine Komplettsanierung geben soll. Ich weiß es. Ja, die Gefahr besteht natürlich, je länger du wartest. Ja. Nun gibt es aber viele Leute, die dieses Problem haben, was du hast. Und es gibt mittlerweile spezialisierte Zahnärzte genau für diese Menschen, die äußerst vorsichtig und mit guten Methoden an das Problem rangehen. Und manch einer, auch hier, mir in der Sendung schon erzählt hat, ich bin gestorben vor Angst, als ich diesen Zahnarzt entdeckt habe. Seitdem geht es gut und ich habe wieder einen ordentlichen, ungepflegten Mund. Wärst du denn bereit, zu einem solchen Zahnarzt zu gehen? Ja, ich würde es nicht nein sagen. Ja, du musst es ja. Ja, klar. Ja? Also jemand, der das ernst nimmt, das Problem, der weiß, was so in dir vorgeht und der vielleicht auch erstmal beim ersten Besuch gar nichts macht, sondern dir einfach erklärt, was man tun kann und wovor du keine Angst haben musst und so weiter. Mhm. Vielleicht sogar mit einer Dämmerschlafnarkose, dass du gar nichts mitbekommst von dem, was... Ja, das habe ich mir auch schon immer so gedacht, immer so eine Vollnarkose oder irgendwie so, aber ich weiß es nicht. Ja. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir sind im Hintergrund gut auch ausgestattet mit Informationen über dieses Thema. Wir werden dich jetzt anrufen, das heißt meine Psychologin, die Magdalena, und wird dich gut versorgen mit den entsprechenden Informationen. Und dann musst du entscheiden, wann und zu wem du gehst und ob du gehst. Ja, auf jeden Fall, ja. Tu es für deine Freundin. Stell dir mal vor, irgendwann ist die Freundin weg, nur weil du nicht zum Zahnarzt gehst. Das ist ja der Hauptknackpunkt. Das würde ich ja gar nicht. Ich will meine Freundin ja auch nicht verlieren, deswegen. Ja, eben. Außerdem ist es beim Sex doch auch äußerst hinderlich, wenn man ständig im Hinterkopf hat, die ekelt sich jetzt bei jedem Atemzug von mir. Ja. Das ist doch klar. Das ist richtig. Lieber Sven, du grüßt Yvonne nochmal herzlich von mir. Ja, mach ich. Du legst auf und wir rufen jetzt gleich zurück. Jawohl, dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Ja. Alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Auf das du schaffst. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit der 15-jährigen Annika. Hallo Annika. Hallo Domian. Hi. Na, wie geht's? Ja, nicht so gut. Nicht so gut. Und deshalb rufst du wahrscheinlich auch an. Genau. Was ist denn los? Ja, es geht um eine Trennung mit meinem Ex-Freund, also jetzigen Ex-Freund. Mhm. Und ja, ich bin noch sehr jung. Mhm. Dennoch waren wir fast 2 Jahre zusammen. Mhm. Wie alt ist er? Bitte? Wie alt ist er? Er ist 19 geworden. Mhm. Ja, also... Gut, wir haben uns im Juni diesen Jahres getrennt.
Also er hat sich von mir getrennt. Mhm. Und ja, seitdem, also ich liebe ihn immer noch wie am ersten Tag. Und ich komme einfach überhaupt nicht mit der Trennung klar. Mhm. Und ja, er hat jetzt eine neue Freundin seit kurzem. Die heißt auch Annika, also gleich Annika. Namen. Hey, ja, ja, ja. Und ja, so, die sind beide bei mir auf der Schule und ich muss halt mitkriegen, wie sie da verliebt rumturteln und jeden Tag. Ja, ich habe es jetzt bis jetzt erst dreimal oder so mitbekommen. Mhm. Aber ich weiß halt, dass sie da stehen und vermeide es. Mhm. Und das ist halt so, dass er es immer verleugnet hat, dass er irgendwie mehr als Freundschaft mit dir hat. Also wir hatten noch Kontakt nach der Trennung und er hat halt immer verleugnet und gesagt, nein, da ist nichts und so. Und ich habe das überhaupt nie verstanden. Ich meinte auch zu ihm, ja, es tut mir mehr weh, wenn du mich anlügst und ich es dann plötzlich sehe, als wenn du es mir einfach sagst. Aber er meinte, nee, ich schwöre dir, da ist nichts. Und aber das war eine Lüge, offensichtlich. Ja, offensichtlich schon. Und ist das Mädel auch wieder so jung? Nee, die ist 18. Ach so, die ist 18. Sag mal nochmal einen Schritt, zwei, drei Schritte zurück. Als ihr zusammenkamt, das war ja nun ein krasser Unterschied, da warst du ja 13 und er 17. Haben deine Eltern... Nee, der war 16. Oder 16, na gut, okay. Haben deine Eltern dem zugestimmt? Mein Vater nicht, also meine Mutter, meine Mutter will immer erst die Leute kennenlernen und dann eine Meinung bilden. Das Problem ist, mein Papa wohnt in England, also ich komme ursprünglich aus England und er konnte ihn halt nicht kennenlernen und deswegen fand er es total schrecklich. Und die Mutter? Die Mutter, meine Mama, die liebt ihn total. Achso, die war also mit einverstanden und hat dann total euch den Segen gegeben. Genau. Und, deswegen, du sagst, im Juni hat er Schluss gemacht. Ja. Hat er es begründet, warum er nicht mehr will? Also er meinte wohl, dass ich abweisend zu ihm sein würde, ich wäre kalt zu ihm und einfach total anders, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann. Wurde über das Wort Liebe gesprochen? Hat er irgendwas gesagt, ob er dich noch liebt? Oder? Er hat gesagt, dass er mich noch liebt und der hat mir ein paar Tage davor noch geschrieben, also SMS geschrieben, dass er irgendwie sein Leben mit mir verbringen möchte. Und ich meine, okay, so jung ist es natürlich unwahrscheinlich, aber trotzdem. Aber dann er hat gesagt, ja, ich liebe dich noch über alles, aber das geht einfach nicht mehr. Und deswegen, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte und ich weiß bis heute nicht. Also Annika, ja. In den meisten Fällen oder oftmals lügen die Menschen, wenn sie weggehen. Ja, ich weiß. Das ist so, aus Feigheit oder um dem anderen nicht wehtun zu wollen, ich weiß es nicht. Also die ganz Ehrlichen in einer Trennung sind, das ist eher der seltene Fall. Ja. Die ganz knallhart sagen, das ist vielleicht in dem Moment dann brutal, aber eigentlich ist es das Beste. Ich liebe dich nicht mehr. Ja. Ich finde dich nett und wir haben eine schöne Zeit, aber ich liebe dich nicht mehr. Punkt aus, ich muss weiterziehen. So wie du das jetzt beschreibst, glaube ich das. Ich glaube, das ist ausgeschöpft. Ja. Sonst hätte er sich jetzt auch nicht auf eine neue Beziehung eingelassen. Und wie ist denn euer, habt ihr überhaupt jetzt im Moment noch Kontakt miteinander? Im Moment jetzt nicht mehr. Also letzten Montag, haben wir uns zufällig getroffen und haben uns, glaube ich, eine Stunde unterhalten und waren total fröhlich und so. Und trotzdem hat er da auch wieder gesagt, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Es ist nicht so, dass ich ständig nachhake oder so. Ja, nee, ich bin nicht mit der Annika zusammen und so. Und da waren sie aber schon 3 Wochen zusammen oder so. Und wir waren auch zusammen auf einem Konzert. Weißt du, vielleicht will er, auch da sind Menschen ganz merkwürdig, vielleicht will er so auch so ein bisschen das Eisen noch im Feuer halten mit dir. Dass er sagt, er ist nicht mit der zusammen, weil er vielleicht denkt, na, vielleicht komme ich doch jetzt auf dich. Nee, so ist er nicht. Also ich habe ihm, also wenn er sagt, es ist vorbei, dann ist es auch wirklich vorbei. Also so, das ist aber jetzt ein Wort. Ja. Ne? Das ist eigentlich jetzt der Satz gewesen in unserem Gespräch. Wenn er sagt, es ist vorbei, dann ist es vorbei. Ja. Aber dann ist es auch vorbei. Ich weiß, ich und dann will es nicht wahrhaben. Ja, du wirst es nicht wahrhaben. Ja, das ist das. Also besonders, weil ich nicht glauben kann, dass er jetzt seine neue Freundin irgendwie liebt. Weil ich weiß nicht, der hatte davor noch eine Beziehung, so eine Woche, also total lächerlich. Und die haben dann Schluss gemacht, weil er noch so an mir hing. Aber das war auch nicht gerade kurz nach unserer Trennung. Das ist, also warum kannst du nicht glauben, dass er die neue Freundin liebt?
Ich weiß nicht, es ist einfach, es ist wahrscheinlich einfach, ich bin ein sehr, ein Mensch, der sich sehr an Sachen gewöhnt. Ich bin einfach daran gewöhnt, dass ich seine Nummer 1 in seinem Leben bin und ich kann das nicht davon loslassen. Nee, aber das ist vorbei. Ich weiß. Für ihn bist du nicht mehr die Nummer 1. Ich weiß. Ja, das ist das Schlimme. Ja, genau. Und es ist immer, man ist immer verletzt, wenn man verlassen wird. Man liegt immer da und ist wirklich, ja, man ist verletzt und traurig und angreifbar und hat natürlich auch die, in Anführungszeichen, die Arschkarte gezogen in der Konstellation. Ne? Da kann man sich wirklich nur immer wieder einhämmern, es ist so, wie es ist. Und so hart das für dich auch ist, dass du die auf dem, in der Schule siehst, letztendlich glaube ich, dass das für dich sogar sehr gut ist. Denn dann wirst du immer, immer brutal mit der Realität konfrontiert. Ja. Wenn der jetzt irgendwo, weiß ich, in einem Nachbarort leben würde oder Nachbarstadt, könntest du dich in deine Illusionen begeben. Ja, klar. Aber so, eigentlich müsste ich dir wünschen, dass du die viel öfter siehst und rumknutschen siehst sogar. Ja. So weh das für dich dann in dem Moment tut. Aber das verkürzt deine Leidenszeit, glaub's mir. Ja, ich hoffe es. Also es ist so gewesen, dass ich es das erste Mal gesehen habe, bin ich einfach auf dem Schulhof zusammengebrochen. Mhm. Klar, guck mal, das ist ja deine erste große Liebe. Ja. Und die hat für in deinem Alter sind 2 Jahre wahnsinnig lange. Das ist eine ganz irre lange Zeit. Ja. Dass man da fertig ist und am Ende ist und erstmal glaubt, da kommt nie wieder jemand, den ich lieben kann, ist, finde ich, alles normal. Ja. Das ist normal, glaub's mir. Aber du musst es einfach aushalten. Du musst da durch. Da gibt's gar nichts weiter zu reden. Du musst einfach da durch. Ja, also ich habe ihm jetzt auch einen Brief geschrieben letztens. Mhm. Der war 7 Seiten lang. Ich habe einfach alles aufgeschrieben, was ich fühle. Und ich habe auch, ich habe wirklich, also ich kenne ihn ja, und ich habe auch keine wirkliche Antwort erwartet. Mhm. Also ja, der hat überhaupt nicht darauf reagiert. Also gar Annika. Nicht. Der ignoriert mich jetzt komplett. Er grüßt mich nicht mal oder sonst ja, was. Ja, weil du ihm auf die Nerven gehst. Ach, das ist aber das Einzige, was ich je getan habe. Ja, aber du darfst jetzt auf keinen Fall irgendwas noch machen. Nee, habe ich auch gar nicht vor. Der Brief war, glaube ich, schon zu viel. Da hast du dir vielleicht ein paar Sachen von der Seele geschrieben, insofern war es für deine Seelenhygiene gut. Ja. Aber für diese tote Beziehung, dadurch belebst du die nicht mehr. Ja, das war auch eher so ein Abschied. Mhm. Also. Das ist so wie so eine Wunde, da muss man ein Pflaster drauf tun und muss die Wunde in Ruhe lassen und nicht immer dran rumknibbeln und dann ist es wieder neu und tut weh und blutet und so weiter. Mhm. Ja. Ach, die Liebe, Annika. Das ist schon ein schwieriges Ding. Ich sag dir, da leiden die 15-Jährigen genauso drunter wie die 50-Jährigen oder die 70-Jährigen. Ja, das meinte mein Papa auch. Er meinte, das kann gar nicht sein, dass es mir so weh tut, bla, ich bin ja noch so jung und ich werde noch sehen, dass es Na gerade, weil du so... Ich dachte mir so, nein, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt in der Pubertät, da ist man ja sowieso am schlimmsten. Ich glaube, dass es einem besonders wehtut, wenn man beim ersten Mal verlassen wird. Es tut hinterher genau auch noch unglaublich weh, klar. Aber beim ersten Mal ist es natürlich, bricht ja eine ganze Welt zusammen, ist doch völlig klar. Ja. Liebe Annika, da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt tapfer durchgehen und konfrontiere dich mit der Realität, wenn du die beiden siehst. Guck einmal hin und dann geh mit stolzem... Ich bin auch ein sehr positiver und selbstbewusster Mensch. Also so, ich lasse mir das eigentlich auch nie anmerken. Das ist gut. Ich dachte mir, ich rufe dich mal an. Ja. Und es einfach mal so... Ja, es ist immer gut, wenn man drüber geredet hat. Das ist, tut einem auch gut. Ich hoffe, mich hat jetzt hier keiner... Ist auch nicht schlimm. Da muss man sich nicht verschämen. Jeder von uns hat solche Situationen schon erlebt und das ist ganz normal. Okay. Und ich wünsche dir, dass in einer gewissen Zeit, wenn du es verarbeitet hast, dann irgendjemand Tolles Neues kommt und auf zu neuen Ufern. Ja, wird schon kommen. Liebe Annika, toi, 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 alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Adrian, ein junger Mann mit dem schönen Namen Adrian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Adrian. Ja. Um was geht's denn? Ich rufe dich an, nochmal um dem Thema jung und schon vom Schicksal betroffen. Mhm. Das hatten wir am Dienstag. Mhm. Genau. Und ja, ich bin 2004 an einer Immunerkrankung erkrankt, die sich Purpura Schönlein Henoch schimpft. Ach, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich bis dem Punkt auch noch nicht. Und die Was ist Krankheit, das denn? Ja, das ist eine Immunerkrankung, die innere Blutungen bringt. Innere Blutungen? Innere Blutungen, innere Organe angreift. Zum Beispiel bei mir auch die Nieren. Mhm. Und bei mir funktionieren die Nieren nicht mehr richtig. Mhm. Und bin... Was hattest du?
Was hat das zur Folge? Also noch, toi toi toi, muss man auf Holz klopfen, ist es bei mir noch nicht so weit, dass ich jetzt an der Dialyse muss. Mhm. Aber es kann halt passieren, weil die Nieren sich da durch die Erkrankung nicht mehr erholen. Musst du starke Medikamente einnehmen? Also momentan nehme ich immer noch Cortison. Mhm. Was die inneren Blutungen immer noch stillen, also noch sind nicht alle abgeheilt. Mhm. Was heißt innere Blutung? Heißt das dann, dass du im Bauchraum blutest oder dass die... Oder in der Beine, es platzen im Körper kleine Adern. Mhm. So haben mir die Ärzte das erklärt. Mhm. Und das kann unter Umständen ja ganz schlimme Folgen haben, ne? Oder? Ja. Also da muss ich auch sehr viel aufpassen, dass ich jetzt nicht zu doll irgendwas mache. Jetzt zum Beispiel du musst dich doch in den Bewegungen sicher auch vorsehen, ne? Also kannst du ganz normalen Sport treiben zum Beispiel? Sport kann ich gar nicht mehr treiben. Ja. Meine Lehre kann ich auch nicht mehr ausüben. Was hast du für eine Lehre gehabt? Als Einzelhandelskaufmann habe ich angefangen. Das geht nicht mehr? Geht gar nicht mehr. Weil durch die Erkrankung auch noch andere Erkrankungen kommen, weil der Körper ja nun geschwächt ist durch das Immunsystem. Mhm. Und die Ärzte haben bei mir 2006 Rheuma festgestellt. Das auch noch. Mhm. Im Alter, wir sagen es nochmal, du bist 21 Jahre erst. 21. Dann stelle ich mir es so vor, dass du auch sehr viele Schmerzen immer hast. Und sehr viel. Also starke Schmerzen. Deswegen gucke ich auch mal deine Sendung und weil ich nur auch nicht wirklich schlafen kann nachts durch die Schmerzen. Und ja, ist alles bescheiden schön. Ja. Mit den Nieren, musst du da besondere Sachen machen? Irgendwie viel trinken oder... Da sagt man ja immer, wenn die Nieren nicht richtig funktionieren, viel trinken, das spürt die Nieren durch. Mhm. Das ist genau das Gegenteil bei mir. Also ich soll so wenig wie möglich trinken, weil ich nur auch nicht mehr oft auf Toilette muss, weil die Nieren das alles gar nicht mehr so schnell verarbeiten können. Ach so, verstehe. Mhm. Ja. Also dann ist noch die Folgeerkrankung Rheuma aufgetreten. Ja. Und gibt es noch eine Folgeerkrankung zu der Haupterkrankung? Ja, das hatte ich jetzt. Also ich hatte mich durch einen Sex angesteckt an sogenannten Feigwarzen. Oh, das ist aber ganz übel. Hm. Feigwarzen ist, glaube ich, was ganz, ganz, ganz Unangenehmes und auch Schmerzhaftes und unansehnliches eben auch. Ja. Das sind warzenartige Gebilde auf den Geschlechtsteilen, ne? Genau. Ja. Und da hatte ich am 28.09. jetzt eine OP gehabt und habe die mir wegmachen lassen. Am Penis? Am Penis? Hinten am Po. Am Po, achso. Also bis tief in den Darm schon rein waren es bei mir. Bist du jetzt aufgrund deiner Grunderkrankung anfälliger auch, weil das Immunsystem eben nicht so arbeitet? Genau. Das heißt, ich kann immer wieder neue Erkrankungen kriegen und dadurch, weil ich ja da nun auch als Einzelhandelskaufmann die Lehre gemacht habe und mit Lebensmitteln im Kontakt bin, dann geht das nicht. Ist sowas gar nicht mehr möglich. Das heißt, du musst, Stichwort Sex, sehr aufpassen und dich sehr schützen? Genau. Und du musst auch generell, wahrscheinlich bist du auch sehr anfällig für Grippe oder irgendwelche Infektionskrankheiten. Ja, genau. Wie lebst du? Lebst du alleine oder in der Familie noch? Oder hast du noch? Also ich wohne noch bei meiner Mutter zu Hause und sehr viele Freunde habe ich nicht mehr, muss ich mit dazu sagen, weil viele auch sagen, oh, du hast diese Erkrankung und diese Erkrankung, dann könntest du uns ja auch mit anstecken und das... Aber du hast keine Erkrankung, wo du direkt infektiös bist? Gar nicht. Nee. Also mit den Feigwarzen muss man natürlich bei Hautkontakt, Schleimhautkontakt kann man sich das dann holen, aber eben im normalen Leben überhaupt gar nicht. Gar nicht. Mhm. Aber viele, die sind soweit noch nicht mit den Gedanken, also ich sage immer, die sind noch nicht so gereift und sagen dann, ja, du hast die Erkrankung und die Erkrankung, du könntest uns mit anstecken, aber ist gar nicht. Also du warst ja dann, wenn ich mal schnell eben rechne, 18 Jahre, als die Grunderkrankung diagnostiziert wurde. Wie ist das überhaupt rausgekommen? Also ich hatte Krämpfe in den Beinen und durchs viele Hocken und viel Laufen hatte ich dann am Abend einen Bereitschaftsarzt angerufen und der hat sich das angeguckt, weil ich auch an meinen Beinen wie so eine
roten Punkte festgestellt habe. Das sah aus wie Mückenstiche. Ja, ja. Und haufenweise auf einer Stelle und immer weiter hoch. Und er hat dann auch gesagt, ich weiß, es war auch noch ein Hautarzt und er wusste bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass es so eine Erkrankung gibt. Und er hatte mich ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum nach Potsdam überwiesen und da ist das dann festgestellt worden. Ah ja. Wie viele Leute haben diese Erkrankung in Deutschland zum Beispiel, weißt du das? Nee, das weiß ich nicht, aber er hat auch schon gesagt, er arbeitet nun mehr als 30 Jahre in dem Beruf und er hat das sein ganzes Leben lang noch nie gesehen. Auch die Ärzte in Potsdam haben gesagt, das ist sowas von selten, diese Erkrankung. Dann gehe ich davon aus, dass es auch keine vernünftige Therapie dafür gibt, sondern dass man einfach so mit Medikamenten, Cortison, so herum experimentiert oder versucht ganz einfach. Ja. Auch im Internet findet man nicht wirklich etwas darüber. Also zwar ein paar Bilder, aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, die Therapie könnte man versuchen, ist gar nichts. Ich glaube auch, das, was wir gerade gesagt haben, wenn man mit 18 so eine schwere Erkrankung bekommt, da sind irgendwann auch die Freunde weg, die meisten Freunde weg, weil das ist ja auch für die Freunde eine belastende Sache, ständig konfrontiert zu sein mit einer solchen Erkrankung oder dann auch noch den Folgeerkrankungen. Ja. Wie viel sind dir geblieben? Was würdest du sagen? Wie viele wirklich gute Freunde hast du? Zwei. Na, immerhin. Ja, aber trotzdem, es tut weh. Es tut weh, mit den Freunden zusammen, mit denen man schon 14 Jahre und länger kannte, weil man mit denen zusammen in der Schule war. Es ist hart. Die sind weg. Kannst du denn noch so normal rausgehen, mal in einen Café oder in eine Disco? Geht das? Also Disco ist wirklich bloß mal so, wenn es mir wirklich gut geht. Also das muss wirklich spontan kommen dann, weil man weiß ja heute nicht, wie es morgen ist. Aber da ist man schon ganz schön eingeschränkt. Also. Aber so einen Spaziergang kannst du schon machen am Tage? Ja. Das geht schon, ne? Ja. Aber in der Regel bist du viel zu Hause? Sehr viel zu Hause. Guckst Fernsehen, bist im Internet? Vom Computer, genau. Wie ist denn die Prognose? Wahrscheinlich kann man da auch gar keine richtige Prognose sagen, weil die Ärzte eben das nicht wissen. Aber dennoch wird man ja irgendwas zu dir sagen. Ja, die Prognose ist, also nicht jeder Arzt spricht mit einem so sehr offen. Also man fragt ja doch oder hakt doch schon öfters mal nach. Aber wer nun wirklich sehr offen ist zu mir, ist mein Rheumaarzt und er sagt, er gibt mir nicht wirklich mehr viel Hoffnung, dass ich jemals noch mal ein Leben führen kann, ohne Schmerzen. Also ich darf auch über 5 Kilo nichts mehr heben durch mein Rheuma, weil das genau in der Wirbelsäule ist. Und macht dich das in deinen jungen Jahren mit 21 manchmal missmutig, dass du mit deinem Schicksal haderst? Sehr. Also manchmal hatte ich wirklich schon gesagt, am besten der nächste Baum ist einer. Aber da denkt man dann doch noch an seinen 2 Freunden, die man hat, oder an seine Mutter und sagt, das kann man denjenigen nicht antun. Die Lebensperspektive jetzt ist erstmal, dass du zu Hause bleiben musst? Ja. Oder gibt es irgendwie doch noch so einen Hoffnungsschimmer, vielleicht in einem anderen Beruf nochmal Fuß fassen zu können? Also wenn, dann muss man wirklich einen Chef haben, der kulant ist und sagt, okay, wenn es dir heute nicht so gut geht, dann mach mir lieber was im Büro. Ich darf ja nun auch nicht viel sitzen, nicht viel stehen, nicht schwer heben. Aber also, es ist ja sicher für dich schon so psychisch auch eine tolle Sache, wenn du eine Aufgabe hättest, ne? Und was machen könntest. Ne? Ja. Wie ist das so in Bezug Liebe? Ja, Liebe ist das zweite Thema, wo ich mit sage, also momentan, man findet wirklich keine ehrlichen Menschen mehr, die wirklich in eine Beziehung eingehen. Also ist deine Erfahrung, dass die Leute zurückschrecken, wenn die von deiner Erkrankung erfahren? Ja. Hattest du denn schon mal eine große Liebe? Ja. Die hatte ich schon. Also da hatte ich schon gedacht, dieser Partner ist meiner und warst du da schon erkrankt? Da war ich schon erkrankt, ja. Und hat der dich verlassen wegen deiner Erkrankung oder wegen der anderen, so, weil es einfach nicht mehr klappte? Weil es einfach nicht mehr klappte. Also wir stehen jetzt noch oft in Telefonkontakt und er fragt dann so, wie es mir geht. Und er ist noch mit einer von den Freunden. Ach so, ja. Der übrig geblieben ist. Genau.
Mensch, Adrian, das klingt ja wirklich nicht so schön und so hoffnungsvoll. Ja. Aber das Positive, wenn man das überhaupt positiv nennen kann, aber an so ganz unerforschten Erkrankungen ist ja, dass man schon auch dann eine Hoffnung noch reinlegen kann, dass es vielleicht doch irgendwie eine Wende nimmt oder dass es zum Stillstand kommt, dass es sich zumindest nicht weiterentwickelt. Ja. Aber es ist ein Stochern im Nebel, ne, was die Hoffnung anbelangt. Und irgendwo auch in der Zwickmühle, weil durch die Erkrankung, was ich da für eine Medikamente nehmen kann, kann ich nicht nehmen, weil viele Medikamente ja auch auf den Nieren oder die Nieren angreifen. Klar, genau. Das hat immer so seine Wechselwirkungen und Verstrickungen in andere Bereiche dann rein. Ja. Und da ist es so, dass es ja nur sein kann, dass ich die Nieren immer mehr schädige und dann habe ich nachher da dann auch noch ein Problem, dass ich vielleicht irgendwann, man hofft es ja mal nicht, dass ich dann an der Dialyse hänge. Es tut mir wirklich sehr leid, weil ich dich sehr nett finde, wie ich dich jetzt so hier kennengelernt habe, wirklich sehr nett, ausgesprochen nett, muss ich sagen. Danke. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, damit das jetzt nicht so schnell alles beendet wird? Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, alles Gute und dass die Krankheit nicht sich weiterentwickelt. Danke. Und schöne Grüße nach Berlin, ne? Du rufst aus Berlin an. Ja, in der Nähe von Berlin. In der Nähe, das habe ich so an der Stimme schon gehört. Adrian, du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an und alles Gute nochmal von Herzen. Dankeschön, du mir. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Enrico. Enrico ist 34, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Enrico. Erstmal zu deiner Sendung, wunderbar. Jedes Mal, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, gucke ich. Wenn ich Auto fahre, höre ich, wunderbar. Sehr nett, sehr nett. Danke für das Kompliment. So, jetzt zu deinem Thema. Ich hatte am 23.07. dieses Jahr, also vor gut 3 Monaten, einen schweren Verkehrsunfall mit LKW. Oh, bist du LKW-Fahrer? Ich bin Kraftfahrer, ja. Ja? Was war das für ein Unfall? Beschreib mal. Ich bin ganz normal sonntagsabends 10 Uhr losgefahren, hab zweimal eine Pause gemacht von einer halben Stunde und morgens um 2:30 waren die Augen zu, mach die Augen auf, steht ein LKW vor mir, voll drauf. Ah. 85 auf dem Tacho, voll drin. Wie viele Tonnen? 40 Tonnen. 40 Tonnen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt nur Eis geladen, einen Kühler hinten dran. Ja. Der gute Knabe, der hatte einen Planwagen mit Stahl drin. Das heißt, du bist volle Kanne auf diesen Wagen draufgefahren? Voll. 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 Ich habe den gesehen, in dem Moment, wie ich den Fuß hochhebe zum Bremsen, hat es schon geknallt. Das ist ja immer der Horror, den ich als Pkw-Fahrer habe, dass mir das passiert, dass mir ein LKW hinten drauf brettert, weil man das ja oft liest und hört, leider Gottes. Leider Gottes in letzter Zeit ziemlich viel. Und ich muss sagen, es ist mir noch nie passiert, wenn ich gemerkt habe, es geht nicht mehr, habe ich angehalten, habe mich eine Stunde auf anderthalb an der Seite gestellt, habe geschlafen. Also das war der berühmte Sekundenschlaf. Ja. Du warst so fertig, also dass du einfach eingenickt bist. Ich kann das erklären, weil ich bin topfit 10 Uhr losgefahren. Ich kann es eigentlich auch nicht verstehen, weil wenn man Autofahrer ist, kennt man ja solche Situationen auch, wenn man aus dem Urlaub kommt, also irre lange gefahren ist und man kurz davor ist einzuschlafen. Aber das merkt man doch. Und dann mache ich das auch immer, dass ich dann abbremse und irgendwo ranfahre. Das ist ja das Komische bei mir. Also ich habe keine Anzeichen gemerkt, dass ich so leicht, ich sag mal, schlapp wurde oder dass die Augen so leicht so schwer wurden. Oder zack, du warst weg. Gar nichts. Mhm. So, jetzt erzähl. Die Lichter waren aus. Ja. Wie soll ich das erklären? Ich bin weitergefahren. Ich habe alles gesehen. Ich bin weitergefahren. Ich habe den Rasthof gesehen, wo ich dran vorbeigefahren bin. Alles. Wo du hättest anhalten können? Ich sag mal, vor mir war kein LKW. Ja. Und in dem Moment steht der vor mir. So, Gott sei Dank reden wir beide miteinander. Du lebst. Ich lebe. So, erzähl, wie der Unfall ausgegangen ist. Also wie gesagt, also voll drauf. Mhm. Ich hatte hinten dann nur noch Softeis drauf, sag ich jetzt mal so lächerlicherweise. Hätte mir einen Strohhalm nehmen können. Nimm meine Zigaretten, mein Telefon, meine Papiere, steig aus, ruf die Polizei, ruf alles an. Wie, du konntest aussteigen? Bin ausgestiegen, so, hab dann angerufen. Aber der hatte Stahl geladen. Der hatte Stahl, ja, der hat nicht raus, keinen rausguckenden Stahl gehabt. Ja. Die Türen waren zu bei ihm. Ach so. Die Türen waren zu. Ja. Und, ja. Noch ein bisschen klarstellen, dieses Auto fuhr. Der fuhr. Der fuhr. Beziehungsweise,
er fuhr mit weitaus weniger Geschwindigkeit als ich. Ja, aber das war vielleicht dein Glück, wenn der gestanden hätte, dann wär's ich tot gewesen. Dann wärst du tot gewesen, ja. Ja. So, wie gesagt, hab dann angerufen, steh dann da. So, die haben dann Ölbindemittel und alles auf die Straße verstreut, weil mein LKW, der war Kernschrott. Mhm. Mein Führerhaus, das ist normalerweise so 2 Meter in der Länge gezogen, mhm, wo das Bett dann drin ist, wo es sitzt. So, das war nur noch 1/2 Meter. Und du hast keine Verletzung? Ich hatte Prellungen, klar, aber. Also klar, also Kleinigkeiten. Steht der Feuerwehrmann neben mir, guckt mich an und fragt mich, wo ist denn der Fahrer? Mhm. Ich guck den an, ich sag, ich bin der Fahrer. Da sagt er, wie bist du denn da rausgekommen? Ich sage, ich habe die Tür aufgemacht und bin ausgestiegen. Mhm. Die haben dann mit 4 Mann versucht, die Türen aufzumachen, damit die an die Klamotten kommen, um den abschleppen zu können und alles. Die haben die Türen nicht aufgekriegt. Meine Mann, ein Schutzengel. So. Und abgeschleppt, beim Abschleppdienst kamen dann die Schmerzen, nach und nach. Erst am Bein so ein bisschen, dann am Arm. Mhm. Zum Krankenhaus waren nur Prellungen. Aber das, du musst doch da eigentlich unter Schock gestanden haben. Das hat der Arzt mir auch gesagt, sagte, die Schmerzen, dass sie die jetzt erst spüren, ist der Schock. Mhm. So, ja, wie gesagt, ich habe dann mich untersuchen lassen, war dann fertig, erstmal krankgeschrieben, klar, stehe vor dem Krankenhaus, rufe dann meine Verwandten an, die ich vorher auch schon angerufen hatte, um denen dann zu sagen, was der Arzt gesagt hat, so, wähle die Nummer, nimm mir eine Zigarette, mach die an, und in dem Moment machte das Klick und ich war nur noch am Heulen. Ich habe mich hingesetzt, ich war nur noch am Heulen. Mhm. Ich konnte kein vernünftiges Telefonat mehr führen. Ja, ja, da sind Leute an mir vorbeigegangen, die haben mich gefragt, was los ist. Ja, ja. Ich war am Zittern, ich war am Heulen, weil in dem Moment wurde mir bewusst, was ich für ein Glück hatte, dass ich nichts hatte. Ja, dass du hättest. Die Prellungen lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, ja. Dass ich nichts hatte. Ich hatte nichts. Das war am 23.07. sagst du? 23.07. dieses Jahr. Ist ja noch nicht lange her. Vor 3 Monaten. Bist du seitdem wieder Auto gefahren? LKW gefahren? Ich sitze gerade im LKW. Du sitzt gerade im LKW. War das zum ersten Mal schwierig? Es gibt so einen schönen Spruch, wenn man reitet und vom Pferd fällt, soll man wieder aufsteigen. Und das ist ein Ding, das, ich sag mal, damit verdiene ich mein Geld. Davon lebe ich. Okay, aber du hast es ja nur verschuldet. Du warst schuld an diesem Unfall. Der hätte noch viel, viel schlimmer ausgehen können. Richtig. Als er ausgegangen ist. Richtig. Und dann hat man dir den Führerschein erstmal, den durftest du behalten? Ich habe meinen Führerschein noch. Aber da kommt jetzt ein Verfahren auf dich zu. Das denke ich mal. Ja? Ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Aber ich denke mal, da kommt noch ein richtiger Knaller, dass ich im Endeffekt, sage ich mal, meinen Führerschein erstmal abgeben darf. Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Was hast du jetzt daraus gelernt, aus diesem Vorfall? Was habe ich daraus gelernt? Du musst daraus was lernen. Ich fahre im Moment, wenn ich fahre ich noch aufmerksamer, fahre halt noch, ich sag mal, bewusst langsamer. Mhm. Ist mir egal, was die anderen hinter mir sagen. Mhm. Ich fahre halt dann noch langsamer, wenn es sein muss. Aber wie gesagt, ich habe die Müdigkeit gespürt, nichts. Du hättest ja durch diesen Unfall hättest du viele Menschen in den Tod mitreißen können. Wenn es ein Stauende gewesen wäre. Ja, wenn du auf dem PKW aufgefahren wärst mit 40 Tonnen, du lieber Gott, und volle Fahrt, da will man sich das gar nicht ausmalen, was da passiert wäre. Da, ich sag mal, der Gedanke kam mir, den habe ich sofort verdrängt, weil da will ich nicht drüber nachdenken. Mhm. Wie ist denn das so mit... Wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ein Stauende, warum auch immer, da steht dann ein PKW und ich sag mal, ein Kleinkind nur drin. Mhm. Ja, musst du immer mit rechnen. Ich hätte nicht mehr mitnehmen können. Ich hätte an Ort und Stelle freiwillig alles abgegeben. Mhm. Ich denke mal, das wäre mein Ruin gewesen. Also, ich hoffe, dass das so nachhaltig wirkt, dass du dich wirklich absolut im Griff hast und bei dem geringsten Anzeichen anhältst. Das habe ich ja vorher auch immer gemacht. Ja gut, aber da in dem das Fall... Das ist ja das Problem. Mhm. Es waren ja keine Anzeichen da. Mhm. Das finde ich merkwürdig. Das würde mich erschrecken an der Stelle. Denn dann heißt das ja, das könnte wieder passieren. Weiß ich, das weiß ich. Mhm. Und das ist das, wo ich im Moment Angst vor habe, dass es wieder passiert. Mhm. Jetzt ist die Sendung gleich rum. Du hörst die Musik. Ich höre die Musik. Das ist ja schon dann auch ein unter Umständen kompliziert psychologisches Problem, was du da hast. Ich würde sagen, wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Ja, könnt ihr machen. Okay, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Enrico. Alles klar. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss.
So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen ist Samstag und dann Sonntag. Und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Radio 1 Live, WDR Fernsehen und ARD 1 Festival. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Es ist 2 Uhr.